Hallo und herzlich willkommen zum vierten HR-Talk. Ich freue mich riesig, dass ihr alle dabei seid und sorry für die Wartezeit. Wir hatten über 100 Anmeldungen und haben jetzt, glaube ich, 70 im Chat. Also ein paar haben sich eigentlich alle zurückgemeldet, aber vielleicht hat es bei ein paar technisch nicht geklappt. Ich versuche auch mein Bestes noch nachträglich alle zuzulassen, wenn es funktioniert. Also falls ich irgendwie auch mal technisch den Bildschirm wechsle, bitte ich jetzt schon um Verzeihung. HR-Talk, das ist ein Format, ein Online-Format rund ums künstlerische Arbeiten, Vorführungen oder auch mit Interviewgästen wie der Ursi, die ich heute eingeladen habe. Aber vielleicht ganz kurz zu meiner Person, weil vielleicht kennt mich nicht jeder. Ich mache natürlich auch seit über 25 Jahren Kunst, komme von der abstrakten Strukturkunst, mache seit 2016 Resin und die Ursi hat es tatsächlich geschafft, letztes Jahr den Funken mit der Flamme in mir zu entzünden für das neue Medium Wachs. So, Ursi, schön, dass du da bist. Ein paar Worte zu dir, die ergänzt du bitte, falls ich etwas vergesse nachher. Die Ursi lebt und arbeitet in der Schweiz, in ihrem Atelier in Aarwangen. Dort gibt sie Kurse, individuelle Kurse, begleitet die Teilnehmer von Anfang an mit dem Wachs bis zu einem fertigen Bild. Also dort könnt ihr hingehen und euch privat betreuen lassen. Sie hat sich ausbilden lassen in USA und in Irland zu einer Encaustic-Expertin und macht es grandios. Danke auch an dir. Ich habe wirklich super viel gelernt. Und ja, darf ich nicht vergessen, sie hat natürlich auch ein ganz tolles Buch geschrieben. Da gehen wir nachher auch mal dazu noch ein. So, liebe Ursi, du siehst mich, oder? Wir sehen dich. Sag doch noch ein paar Worte zu dir. Habe ich was vergessen? Ich möchte mich zuerst mal herzlich bedanken, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich, dass so viele zugesagt haben. Hallo an alle aus der Schweiz. Ich sehe da viele, die ich kenne, Edwald und Agnete und Romana und ja, ich müsste jetzt durch alle durchklicken, das geht viel zu lange. Also herzlich willkommen. Freue mich, Ursi. Kennengelernt haben wir beide uns ja schon 2018 und zwar mit einem ganz anderen Thema, mit dem Thema Resin, völlig fern von der Encaustic. Da habe ich einen Kurs bei dir gegeben, in deinem alten Atelier, damals noch relativ groß. Und du warst auch Teilnehmerin, ne? Und wir sind die ganzen Jahre auch in Kontakt geblieben und haben uns so ein bisschen verfolgt. Und letztes Jahr, wie gesagt, hast du einen Kurs in meinem Atelier gegeben, einen Encaustic-Basiskurs mit Sumpfkalk. Und du hast da den Funken in mir entzündet. Und unser Ziel ist es jetzt, in diesem Talk so ein bisschen diesen Funken für die Encaustic zu entzünden, für die Wachsmalerei und auch so ein bisschen die, sage ich mal, diese Encaustic, die du machst, zu zeigen und auch dieses Ursprüngliche, dieses Lernen, dieses wirklich und auch ein bisschen die neue Herangehensweise. Aber meine erste Frage an dich wäre, wie bist du überhaupt zu der Encaustic gekommen und was begeistert dich eigentlich daran so? Ja, ich habe im Jahre 2012 habe ich festgestellt, dass es viele Künstlerinnen geben, die alle das Gleiche machen. Und mir ist es dann wirklich langweilig geworden. Und da ich das Glück habe, sehr gut Englisch zu sprechen, habe ich natürlich auf YouTube rumgeschaut und habe dort eine Künstlerin gefunden, Nancy Crawford, die genau so gemalt hat, wie mir das gefallen hat. Und sie hätte einen Kurs in Florenz gehabt im 13 war das, habe mich dort sofort angemeldet. Leider ist dann Nancy verstorben und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und bin zu Patricia Baldwin-Segebruch in Amerika gestoßen und habe mich dort sofort für den Winterwachs angemeldet. 2 Wochen war ich dort. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Ich hatte nur ungefähr 50 cm Platz bis zur nächsten Teilnehmerin und alle haben gearbeitet und ich habe einfach mitgemacht und von den anderen mehr gelernt als von meiner Lehrerin selber. Aber es hat mich also wirklich fasziniert und ich habe mich da entschlossen, das für den Rest meines Lebens zu machen. Das ist aber schon eine frühe Entscheidung, aber da bist du jetzt ja schon lange dabei geblieben. Vielleicht die allerentscheidendste Frage, was ist Encaustic überhaupt und ja, was benötigt man dazu? Vielleicht möchtest du da ein bisschen was zu sagen, auch woher die Encaustic kommt.
Also die Enkaustik ist die älteste Maltechnik, die es gibt. 2.000 bis 3.000 Jahre vor Christus, aus der Zeit der Ägypter. Die haben den heißen Wachs auf einen Holzuntergrund aufgetragen. Dieses Bild, das waren dann meistens Porträtbilder, die haben sie dann den Verstorbenen mit ins Mumiengrab gegeben. Und Jahrhunderte später haben dann Forscher in Ägypten in der Fayum-Gegend diese gefunden, welche heutzutage noch in den Museen von London, Paris und glaube auch in der Schweiz, bin mir nicht ganz sicher, ausgestellt sind. Und die haben noch genau die gleiche Kraft der Farbe, wie sie dazu mal waren, und haben sich also immer noch gehalten. Ob diese Maler schon Harz drin hatten, das kann man nicht nachweisen. Sie haben Tests gemacht und ja, wie gesagt, es wurde dann einfach in den 40er, 50er Jahren von Jasper Johns in Amerika modernisiert und ist in Amerika sehr groß und kommt jetzt langsam nach Europa rüber. Die Frage, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Was heißt modernisiert? Also mit den Pinseln. Früher haben sie einen Spachtel, einen heißen Spachtel genommen oder einen heißen Stein. Pinsel, die Geräte, um das Wachs warm zu halten. Wir haben Wärmeplatten heutzutage, entweder Tischgrills oder eloxierte Aluminiumplatten. Der Heißluftföhn, der Bunsenbrenner, das sind alles moderne Materialien, die sie natürlich dazu mal noch nicht hatten, die uns das Leben sehr viel leichter machen. Bei meiner Recherche zur Enkaustik, das habe ich natürlich auch viel getan, habe ich ja gesehen, dass man in Deutschland vorwiegend einfach mit einem Bügeleisen sozusagen das Wachs aufbringt. So, und auch in Kleinformatik, wo ich gedacht habe, für mich, nee, das ist jetzt gar nicht meins, ja. Aber du arbeitest ja auch, und ich habe dich in deinem Atelier ja auch besucht und habe gesehen, der Bunsenbrenner oder die Flamme ist für mich nichts Neues, auch nicht der Heißluftföhn, aber du hast ja auch mit so großen Geräten gearbeitet. Also man kann da ja recht relativ frei viel machen. Also das ist ja schon faszinierend, dass man gar nicht so festgelegt ist, also natürlich auf das Wachs und das Medium und den Auftrag, aber man kann mit der Wärme ja doch unterschiedliche Sachen machen und unterschiedliche Arbeitsweise, oder? Genau. Vorweggenommen, es ist nicht ein Bügeleisen, das heißt Maleisen. Entschuldigung. Da werden viele werden da böse, wenn man das sagt. Und ja, das wird eigentlich mit Wachsstäben ohne Damarharz, wird das auf das Maleisen aufgetragen und dann über auf Papier oder Leinwand übertragen. Mhm. Und ja, man kann viel verschiedene Effekte, also Arbeiten machen, wie zum Beispiel das ganz normale Erwärmen des Wachses, das man dann in Schichten auf den Holzuntergrund aufträgt und dann bei die Mixed Media einbindet. Man kann natürlich auch auf der Wärmeplatte direkt malen, Porträt zum Beispiel. Da wird das Wachs, also der farbige Wachs, direkt auf die Wärmeplatte gegeben. Und mit kleinen Pinsel kann man damit malen wie bei einer Ölmalerei. Ist natürlich anders, aber man kann es ungefähr vergleichen. Man kann die Wärmefläche runterstellen auf ungefähr 60 Grad und dann Monoprints machen. Das heißt, man kann den farbigen Wachs auftragen auf die Wärmefläche und dann dünnes Papier, China-Papier oder Seidenpapier auftragen und das Wachs geht dann auf das Papier über, also das Papier wird in das Wachs eingebunden, welches man dann nachher wieder in die eigene Arbeit einbinden kann, indem man es auf die vorhandene Wachsfläche auf einem Bild auftragen kann und mit dem Bunsenbrenner fixieren und so auch wieder einbinden. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten, und es wird natürlich auch ein bisschen kompliziert. Man kann ja verschiedene Wachsorten nehmen. Was ist ein gutes Enkaustikwachs? Oder woran erkennt man ein gutes Enkaustikwachs? Und was ist so der Unterschied zum normalen Wachs? Also ich arbeite ja primär in der amerikanischen Technik, sagen wir hier. Ich nehme 100% reines Bienenwachs, das entweder
in Rohform daherkommt oder es chemisch oder in der Sonne gebleicht wurde. Ich nehme meistens das Gebleichte, vermische das selber 1:8 mit Damarharz. Das ist ein Harz von einem Baum. Und dieses Harz ermöglicht eigentlich, dass das Wachs, dass man eigentlich nur um die 60, 63 Grad erwärmen könnte, kann, dass man das Wach dann höher erwärmen kann bis auf 93 Grad und man es einfacher auf den Holzuntergrund übertragen kann. Außerdem ermöglicht das Harz, dass die Arbeit sich langsam aushärtet und somit widerstandsfähiger ist. Wenn du zum Beispiel ein Paraffin nimmst und ein Bild damit machen möchtest, geht das auch. Aber wenn es natürlich warm, sehr warm ist, kann es gut sein, dass das Wachs anfängt zu laufen, wie eine Kerze zum Beispiel beim Fenster. Wenn die Sonne reinscheint, dann macht das langsam so mit der Kerze und es ist nur noch flüssiges Wachs vorhanden. Also es ist essentiell, dass das Harz dabei ist, ja. Du hast mir ja auch gesagt, das Wachs braucht auch einige Zeit zum Austappen. Es geht, also meine Erfahrungen waren jetzt zum Beispiel, da ich ja diese Mixed-Media-Technik anwende, wenn ich Resin sozusagen auf das Wachs gebe und es ist nicht gehärtet, ja, dass es einfach wieder abfällt. Also es hält einfach nicht. Aber das klappt wunderbar. Oder auch, wenn ich zum Beispiel das Wachs einfach härten lasse, es deckt bis 8 Monate tatsächlich. Also wie lange kann man denn sagen, braucht so ein Wachs, bis es ausgehärtet ist? Also ich muss dir ehrlich sagen, das kann ich dir auch nicht sagen, weil ich habe noch nie irgendwie mit einer Gabel nach 5, 6 Jahren hineingestochen. Ich kann dir nur sagen, wenn ich neue Arbeiten habe, ist das Wachs eigentlich noch irgendwie fettig, könnte man sagen, wenn man es anfasst. Und je länger es geht, wird es dann kühler und fester. Und ich würde sagen, so 7, 8 Monate, bis es einigermaßen ausgehärtet ist. Aber wie so im Leben gibt es viele verschiedene Ansichten und es gibt Leute, die sagen, es geht 2, 3 Jahre, es gibt Leute, die sagen 4, 5 Jahre. Ich bin eher seit 9 Jahren dabei und kann dir also sagen, dass meine Arbeit, die ich ja ganz am Anfang gemacht habe, kann ich nicht mehr den Fingernagel reintun. Also es ist hart. Okay. Und wenn wir es mit der alten Enkaustiktechnik vergleichen können, wer weiß, vielleicht wird es mit der Zeit so hart, dass unsere Bilder nach 1000 Jahren auch noch hier sind. Du weißt, ich habe ja für mich beschlossen, ich weiß ja, ich experimentiere. Ich gebe auch gar nicht so viel. Ich denke, ich muss immer selber erfahren. Ich lese viel, erfahre selber. Und ein Bild braucht für mich nicht 1000 Jahre halten. Hauptsache, so lange, wie ich lebe oder 20, 30 Jahre oder dass keine Reklamationen kommen. Und dann ist es für mich okay und ich kann experimentieren. Aber genau. Es ist immer gut, wenn man wieder diesen Zeigefinger so im Hintergrund hat, der du für mich bist, ja, und sagt, du, so funktioniert es absolut richtig, so musst du es machen. Und ich erinnere mich immer wieder an deine Worte tatsächlich beim Arbeiten, vor allem, wenn mir etwas misslingt und ich dann eben mit dem Misslungenen weiterarbeiten muss. Also Ussi erzählt ja so, es ist wie Resin für mich am Anfang war oder wie vielleicht für dich Resin am Anfang ist oder war. Es hört sich immer kompliziert an. Es ist aber eigentlich nicht kompliziert. Es ist relativ einfach. Man darf sich gar nicht so einen Kopf machen. Man muss einfach anfangen. Und ich weiß nicht, ich habe keine Fragen. Ihr dürft natürlich jetzt auch nicht nur geplättet sein von all der Fülle an Infos, sondern dürft natürlich auch ganz einfach fragen. Schreibt die Fragen einfach im Chat. Und die Ursi beantwortet die super gerne. Wenn ihr irgendwelche Fragen im Anschluss habt, natürlich dürft ihr die jederzeit noch an meine E-Mail-Adresse schicken, die ihr ja alle habt, und ich leite die an die Ursi weiter. Aber die Ursi hat natürlich auch nicht nur viel Technik sozusagen sprachlich dabei, sondern du hast ja auch ein bisschen was mitgebracht zum Zeigen, nämlich einen kleinen Videofilm, wo du ein bisschen was dazu erklären kannst oder möchtest. Und dann können wir im Anschluss ja auch immer noch Fragen stellen oder Fragen beantworten. Den würde ich jetzt abspielen lassen. Also Ecoprints mit Blumen und Pflanzen, die ich dann mit Alaun und Essigwasser leicht köchle, das habe ich hier auf Stoff gemacht, dass ich dann auf den Holzuntergrund aufleime, hier noch ein Papier, das ich aufgeleimt habe und dann das Wachs auftragen und mit dem Bunsenbrenner das Wachs und
den Stoff oder das Papier einbinden. Hier habe ich den Stoff gebraucht. Ich sehe, das Video geht extrem langsam, gibt mir die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu sagen. Ist es okay für dich oder willst du es teilen? Nein, das ist okay für mich, wenn es für die anderen auch okay ist. Hier trage ich mit dem Geißhaarpinsel das Wachs auf, welches vom Stoff aufgenommen wird. Und beim Fixieren mit dem Bunsenbrenner kommt der Stoff oder das Papier zusammen. Also der Stoff wird in das Wachs eingebunden. Ich lege da mehrere Schichten darüber. Das sind Bilder, die ich eben mit Stoffuntergründen gemacht habe. Hier arbeite ich mit Shellac. Shellac versetze ich mit Pigmente, die ich dann auftrage. Und sobald es ein bisschen eingetrocknet ist, nehme ich den Bunsenbrenner, erwärme das leicht und dann gibt es diese wunderschönen Zellen. Ich liebe das. Genau, die sind toll, gell? Hier noch ein paar verschiedene Farben. Mein Lieblingsmaterial Rost. Hier habe ich rostige Elemente, die ich auf das Wachs auflege. Darunter lege ich Essig-Wasser-Gemisch, beschwere es für 1-2 Tage und das Rost setzt sich ab und legt sich auf das Wachs. Sobald ich die Metalle weggenommen habe, kann ich mit dem Bunsenbrenner das Rost in den Wachs einbinden und dann mit einer zusätzlichen Wachsschicht das Ganze schützen. Ich lege also zwischen jedes Medium, das ich brauche, eine Wachsschicht. Hier habe ich Pigmente in das warme Wachs eingepustet und danach mit dem Bunsenbrenner fixiert. Und wie ihr seht, gibt es wirklich wunderschöne Farbaufträge. Super, es sieht so schön aus. Ich bin echt begeistert und ich kenne ja die Arbeiten im Original auch teilweise und die sehen noch viel, viel schöner aus. Echt super. Ich war 2-3 Mal bei der Gabriele Musebrink und ich liebe das Sumpfkalk-Marmormehl-Gemisch und ich weiß, viele von euch auch. Da ich es nicht mit K9 hinterkleben kann, habe ich mich entschlossen, einen Jutesack zu nehmen, aufzukleben, dass die Sumpfkalkmischung aufzutragen und dann weiterzuarbeiten mit dem Kassler Braun. Ihr könnt eigentlich alles, was ihr möchtet, in das Wachs einbinden. Hier zum Beispiel habe ich Schablonen, in welche ich Kreidefarbe nehme und das auch dann wieder ins Wachs einbinde. Hier habe ich einen Fototransfer. Jetzt geht es wieder schnell. Fototransfer. Ich brauche viele alte Dokumente. Hier habe ich einen R&F Ölstick, den ich auftrage. Das ist wie ein Lippenstift. Da hat es Wachs drin, Leinöl und Pigmente. Und wenn ich das nachher mit Salat, ich persönlich nehme es mit Salatöl weg, bleibt der Ölstick oder der Pigmentenstick bleibt dann in den Vertiefungen liegen und gibt dann wiederum einen feinen Farbauftrag. Hier bin ich am Putzen. Und wie gesagt, ihr könnt wirklich viele verschiedene Schichten machen. Ihr könnt da mit Wachs darüber und dann vielleicht einen Fototransfer und dann wieder Wachs und fixieren und irgendetwas zeichnen drauf, verschiedene Farben drauf. Es gibt Arbeiten, da habe ich 30, 40 Schichten Wachs und Medien drauf. Und das gibt dem Bild wirklich eine wunderschöne Tiefe, die man sonst eigentlich nicht so sieht bei anderen Arbeiten. Uffi, es gibt eine Frage im Chat. Gibt es irgendwelche Materialien, mit denen sich das Wachs nicht verträgt? Also die Erfahrung zeigt, dass auf Acryl, da Acryl ja eine Fläche ist, die sehr kompakt ist, also zu ist, die Acrylfarbe gibt dem Wachs keine Möglichkeiten, sich daran festzukrallen. Es gibt jetzt aber ein Mittel, das ich bestellt habe von Liquitex, Clear Gesso. Ich habe das schon gebraucht und habe das über Materialien gestrichen, die zu glatt sind. Und somit hat das Wachs die Möglichkeit, sich daran festzuhalten.
Ich persönlich brauche es aber nicht so viel. Also Acrylfarbe brauche ich überhaupt nicht, außer wenn das Bild fertig ist, kann ich eine Schicht Acrylfarbe darüber tun, es sofort wieder wegstreichen und die Farbe, die noch übrig ist, setze ich dann in den Vertiefungen ab. Das Hier hatte ich Cyanotypie sehr gut. Wie ihr seht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Hautleimpapiere, die man in Wachs tauchen kann. Alte Hölzer hier von einem von einem Weinfass, Bügeleisen, Schuhsohlen. Also ich nehme alles, was ich finden kann, das nicht alltäglich ist in der Enkaustik, und verarbeite sie dann zu einem Bild, ja, weil es mir einfach Freude macht und ich Spaß daran habe. Ich finde, das waren fantastische Bilder, auch wenn sie leicht stockend rübergekommen sind. Das war nicht dir, das war mein Fehler. Ihr seht mich eingefroren. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hört mich wenigstens gut. Ossi, vielen Dank mal für den Einblick. Ich finde es super, wie du das machst. Und ich finde auch diese Schichten und Arbeiten und auch diese unterschiedlichen Arten. Du arbeitest ja auch noch mit dieser, sag mir, es fällt mir das Wort nicht ein, mit dieser Tinte, die blaue Tinte, weißt du, diese Technik und auch mit Fototrans. Cyanotypie. Ja, Genau, das Kleid, das man gesehen sorry, ist hat, mir nicht ja. eingefallen, finde ich auch wunderbar und wunderschön. Und auch mit den Schriften habe ich ja selbst bei dir gesehen, es ist wirklich, wirklich toll. Ich habe ja Also auch. ich, Entschuldigung, ich würde einfach sagen, egal mit welchem Medium ihr arbeitet, sei es mit Schriften, mit Aquarell, mit Gouache, Fotografie, das könnt ihr alles in Wachs einbinden oder auf dem Holzuntergrund aufkleben und dann mit Wachs weiterarbeiten. Und es wäre also, wenn ihr Interesse daran habt, mit Enkaustik zu arbeiten, könnt ihr eure eigenen Arbeiten damit integrieren. Ich male zum Beispiel ein Aquarellbild, das ich fotografiere und dann auf Chinapapier ausdrucke und das wiederum in ein anderes Bild hinein lege. Also es gibt mir verschiedene Möglichkeiten, meine Arbeiten, die ich vorher gemacht habe, wieder zu verwenden. Ursi, da sind wir eigentlich bei dem, also eine Frage vielleicht noch, bevor ich da hinschwenke zu diesem anderen Stichpunkt, dass man ja wirklich, ich krame gerade alle meine alten Arbeiten hervor, ja, weil ich mache ja auch nicht 10 Bilder am Stück in der Intensität und überarbeite sie mit Wachs. Und es ist einfach ein fantastisches Medium in der Mediaarbeit, auch zu sagen, und ich darf das jetzt sagen, Acryl funktioniert bei mir auch. Ich verwende zum Beispiel von Viva Deco jetzt einen Haftvermittler im Moment. Und wie es aussieht, funktioniert das ganz gut. Ist auch transparent. Musst du da eine Information? Da teste ich auch. Im Moment liegen 3 Werke in meinem Tiefkühltruhe oder Tiefkühlschrank. Das war ja der Tipp, den du mir gegeben hast. Wenn es da hält beim Temperaturwechsel, dann hält es. Ja. Und ich denke, wichtig ist ein fester Untergrund, das habe ich auch gleich erfahren, also flexible Untergründe, da bröckelt das Wachs einfach ab, das bringt nichts, ja, sondern es muss einfach ein fester und stabiler Untergrund sein, ein aufgerauter Untergrund, das heißt einfach, wo sich das Material festkrallen kann, das gilt übrigens auch fürs Resin im Endeffekt immer, ne, weil das hält sonst einfach nicht langlebig, sondern beim nächsten Temperaturwechsel bricht es ab. In deinem Buch hast du mir ja geschrieben, also wir haben keine Fragen jetzt im Chat. Schreibt gerne, also meldet, schreibt gerne ein paar Fragen, was euch so bewegt. Macht es gerne, auch unterbrecht es, ist überhaupt kein Thema. Ansonsten vielleicht nochmal zu deinem Buch. Ussi, ich zeige das jetzt mal in die Kamera. Die Ussi hat ein wunderbares Buch geschrieben, ein Workbook, in dem in vielen Seiten erklärt wird, Step by Step, wie das Ganze funktioniert. Also ich finde, es ist in seiner, sage ich mal, Tiefe perfekt. Es ist nicht zu viel. Man kann es gut lesen, man kann damit arbeiten. Ich finde es wirklich ganz, ganz klasse. Und weißt du, was du reingeschrieben hast? Das hat sie mir im November geschenkt, die Ursi, da hat sie reingeschrieben. Für Stefanie, ich weiß, dass du die Enkaustiktechnik mit deiner Experimentiertechnik enorm weiterbringen wirst. Ich freue mich auf die Resultate zu sehen. Herzlich, Ursi, November 2022.
Liebe Ursi, ich habe dich tatsächlich die letzten paar Wochen beim Wort genommen. Ob ich den Kaustik weiterbringen werde, das weiß ich nicht, vielleicht nicht. Aber ich glaube, ich habe mich weiterentwickelt oder weitergebracht. Ich habe ein zusätzliches, fantastisches Medium gefunden, das mich wahnsinnig bereichert. Und ich glaube nicht, dass ich es jemals so wunderbar wie du auf einer Fläche aufbringen werde, sondern ich liebe tatsächlich die Anwendung in Mixed Media und habe da unheimlich viel experimentiert und kann euch sagen, ich nehme euch diese Angst vor dem Material. Das ist wie mit Resin, ja, da fängt man ja auch an und denkt, oh nein. Startet einfach ganz klein. Ich habe angefangen mit Brush-Techniken, zeigt da auch gleich ein kleines Mini-Video dazu. Wenn es ruckelt, dann werde ich ein bisschen mehr erklären dazu. Ansonsten hofft, dass es einfach durchläuft mit meinen Arbeiten. Es ist nicht State of the Art in Kaustik. Es ist meine, ich nenne es mal, experimentierfreudige Wachsmalerei mit dem Encaustic-Wachs. Und ich glaube, da passiert noch ganz, ganz viel. Aber die Basics habe ich einfach von der Ursi gelernt. Ich weiß, wie man mit dem Material arbeiten sollte. Ja, oder arbeiten, oder was einfach Sinn macht. Ja, also, aber man kann ja trotzdem mal ein paar Nebenwege gehen und gucken, ob es funktioniert. Weil auch wenn Dinge althergebracht sind, man kann sie nur weiterentwickeln, wenn man auch mal Grenzen überschreitet. Da nenne ich jetzt mal Spray und Acryl zum Beispiel. Ja, weil das sind natürlich Medien, mit denen ich viel arbeite und auch weiterarbeiten möchte. Und das bedeutet, ich baue die jetzt einfach ein. Ich habe ein kleines Mini-Video vorbereitet. Einige haben ja in Facebook schon ein paar Bilder von mir gesehen. Da erkläre ich jetzt einfach ein bisschen was dazu. Und ich hoffe, dass es jetzt ja, einigermaßen ruckelfrei läuft. So, ich verwende meine Perlglanzpigmente, die ganz, ganz super funktionieren in diesem Wachs. Die sehen fantastisch aus. Die haben so einen leichten Glanz und lösen sich super auf. Ich habe mir also keine eigenen Pigmente gekauft. Hier habe ich ein altes Resinbild und verwende das gleiche Pigment praktisch jetzt, das ich schon im Resin habe, und streiche das über dieses Resinbild mit dem Wachs vermischt. Oben verwende ich dann wieder klares Wachs und arbeite sozusagen auch so ein bisschen lasierend. Aber mal habe ich ein bisschen mehr Pigment, ein bisschen weniger Pigment drin. Und hier streiche ich das Wachs einfach über die Strukturen. Ich finde, das hat dem Bild unheimlich viel gegeben. Es ist gar kein Resinbild mehr. Es ist wirklich ein wunderschönes Mixed-Media-Bild. Hier habe ich experimentiert, also einfach versucht, eine Ebene zu schaffen, Glanz und Matt und Spray. Also es ist alles drin. Es hält alles bis jetzt. Ja, ich kann euch nicht sagen, was in 20 Jahren ist oder in einem Jahr. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und es war eine Herausforderung, tatsächlich eine Ebene zu kriegen. Also das war nicht ganz einfach. Und es ist Neonpigment. Also auch gerade so Neonpigmente kommen original. Es ist noch leuchtender. Bleibt mein Video stehen im Moment. Ich hoffe, es geht gleich wieder nochmal neu laden. Aber ihr seht ja... Da kann ich dich ja schnell unterbrechen. Mhm. Wir haben, als Stefanie bei uns war, haben wir über das Wachs Resin gelegt. Und wann warst du bei mir? Im 18. 2018. 2018. Ja, es hält immer noch. Und es hält immer noch. Ich habe es durchs Atelier geworfen, schon wieder einen Friesertest gemacht und es hält also immer noch. Und das sind jetzt 6 Jahre, gell? Mhm. Also das Bild muss halt tatsächlich ausgehärtet sein, das ist wichtig. Ja. Oder man muss es mit einem Haftvermittler arbeiten. Hier habe ich auch ein Acrylbild genommen, das war ein bisschen mit Sandstruktur und die Farben, also sind auch mit Wachs, unten drunter ist Resin und Acrylfarbig, also das war nur mit Resin überzogen. Ich habe gesprayt, ich habe mit Wachs gearbeitet, also diese neonorangen Stellen sind alles Wachs mit Pinsel und habe nachher auch wieder klares Wachs drüber gegeben. Ich habe mit Ölkreiden gearbeitet, habe einfach noch Dinge eingezeichnet, das funktioniert wunderbar. Hier sieht man auch nochmal, es hat ein Bild leider übersprungen, aber hier sieht man auch, habe ich eine Struktur mit Wachs geschaffen auf einem Resinbild. Das ist ein ganz altes Bild und einfach immer wieder drüber gepinselt in verschiedenen Richtungen und habe hier auch das Rot, habe ich mit 4, 5 verschiedenen Rottönen lastierend mit Wachs gemacht. Es stockt leider, das ist natürlich jetzt noch der Arbeitsstand. Müssen ein bisschen warten. Das hat auch gut funktioniert. Hier habe ich vorher diesen Haftvermittler benutzt. Und den sieht man so ganz leicht unten noch an der Kante.
Der ist transparent und der gibt eben eine gewisse Griffigkeit. Hier seht ihr auf jeden Fall oben diese Struktur, die ich geschaffen habe, nur mit Wachs. Also das ist nur eine reine Wachsstruktur. Und das fand ich einfach begeisternd. Also unten drunter ist rotes Wachs und dann einfach Wachs mit Champagner, Perlglanz Champagner, Pigment gefärbt und klares Wachs. Hier auch ein Bild mit Wachsstruktur. Das Bild gab es schon, es ist ganz schnell durchgelaufen. Vielleicht kann man, ja, es ist jetzt ein bisschen technisch nicht so gut. Hier auch ein ganz modernes Bild. Können wir nochmal zurück, ganz kurz anhalten. Nochmal zurückzugehen auf diese bunten Bilder hier. Da habe ich mit Lackspray über das Resin gesprüht, über das Wachs gesprüht. Resin ist hier gar nicht im Bild, nur Wachs. Und drunter ist ein Papier. Also hat alles aufeinander gehalten. Die waren ein Tiefkühler, hat gehalten. Ein rotes Bild, da habe ich nur die obere Seite und das Weiße ist Wachs, eine Struktur mit Wachs. Und der obere Teil ist mit hellem Wachs überzogen. Das andere ist ein Resinbild Mixed Media mit verschiedenen Rottönen und Lasuren. Sieht wirklich ganz super aus. Das Bild hat unglaublich gewonnen durch das Wachs. Hier nur eine reine Wachsstruktur. Der untere Teil ist eine reine Wachsstruktur. Also auch oben mit Sumpfkalk und Marmormehl und hier auch gebrushed, sieht aus wie Eiskristalle. Das hat mich auch sehr begeistert in der Mixed-Media-Anwendung. Hier nochmal das ganze Bild, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Bild. Also das hat sehr gewonnen dadurch. Ja, meine Lieben, es tut mir sehr leid, dass diese Technik heute so ist. Trotzdem hoffe ich, dass ihr ein paar Eindrücke jetzt von diesen Bildern gewinnen konntet. Das ist natürlich was ganz anderes, wie jetzt diese, sage ich mal, Ursprungsenkaustik. Und ich finde, man sollte diese Ursprungsenkaustik einfach lernen und können, damit man einfach weiß, wie verstehe ich das Medium, wie kann ich es anwenden. Und dazu ist die Ursia, bietet die Kurse in ihrem Atelier an und natürlich ist auch im Juni bei mir. 2 Tage, da lernt man wirklich von der Pike auf Encaustic Basics auf mittleren, also kleinen und mittleren Formaten bis 40x40. Sie leitet einen durch das Bild. Alle Materialien sind da. Ich habe Wärmeplatten da. Die Ursi hat auch eine ganz tolle eigene Wärmeplatte, die sich super dafür eignet. Magst du ein bisschen was dazu sagen noch, Ursi, zu deinem Kurs? Jawohl, ich habe hier noch ein paar Fragen auch rausgenommen, die ich wichtig finde. Natürlich das Wichtigste. Das Buch könnt ihr auf meiner Homepage bestellen. Ihr findet mich überall unter Ursi Lisser. Ursi mit I, nicht mit Y, Ursi Lisser. Dort könnt ihr sie bestellen. Die kostet in der Schweiz und Deutschland genau gleich viel, weil ich habe Leute, die das in Deutschland für mich verschicken. Die eloxierte Aluminiumplatte wurde damals von A&F verkauft. Ich habe gelesen, dass sie sie nicht mehr herstellen, weil überall die Preise so raufgegangen sind. Ich habe hier bei uns im Dorf eine Firma, die sie für mich produziert. Leider muss ich 10 bestellen. Sobald ich 5, 6 Bestellungen drin habe, kann ich dann 10 bestellen. Also über meine Homepage findet ihr alle Angaben, um mich zu kontaktieren. Dann darf ich noch schnell ein paar Fragen beantworten. Na bitte, sonst hätte ich die sehr vorgelesen. Ja, mach. Genau, das Wachs, das stellt man 8 Teile Wachs, 1 Teil Harz her. Es gibt Leute, die 6 Teile zu 1 Teil Harz nehmen, um so einen härteren Wachs zu erhalten. Das kommt wirklich mit der Erfahrung und wie ihr gerne arbeiten möchtet. Dann das Sumpfkalk. Das Sumpfkalk kann sich sehr gut am Jutesack, ich nehme alte Jutesäcke, die sehr dick sind, klebe die dann mit Buchbinderlein auf das Holz, beschwere sie und lasse sie wirklich 2, 3 Tage liegen. Und das Sumpfkalk kann sich toll an diesem Leinensack festkrallen. Und ich gehe dann, nachdem ich das Kasselbraun raufgeblasen habe und fixiert habe, gehe ich dann mit dem Wachs drüber und ich habe da auch den Tiefkühltest. Also wenn ihr eine Arbeit macht und ich sage immer, macht keine Arbeit zuerst, legt sie 2, 3 Tage in den Tiefkühler, nehmt es raus, wirft es rum und wenn es hält, dann hält es auch noch in 2, 3 Jahren. Dann noch wegen Schutz ganz wichtig. Brigitte. Ja, ich habe auch keine Abzugsvorrichtung wie die Amerikaner, die sind da ja extrem heikel, gell?
aber ich habe eine Tür und ein Fenster gegenüberliegend, das ich immer auch im Winter anhabe. Und ich habe eine Heizung bei mir im Atelier und die Wärmeplatte ist ja 93 Grad. Meistens habe ich so zwei, drei Wärmeplatten gehen. Also ich habe selten kalt. Und es ist immer ein Luft. Natürlich, wenn du das Gesicht den ganzen Tag über dem Wachs hast, dann kann es wirklich, speziell das Harz, kann es gesundheitliche Schäden geben. Aber ich habe mein Gesicht ja neben der Wärmeplatte, nicht über der Wärmeplatte. Und wie gesagt, ich habe auch Probleme mit der Lunge, die hatte ich schon vorher und es hat sich nicht verschlimmert. Ich bin kein Doktor, ich kann es euch nicht sagen. Ich sage einfach, Fenster, Türe auf und ihr könnt gut damit arbeiten. Alternativ einfach eine Atemschutzmaske anziehen, wenn man auch mit Pigmenten oder Schellackbrand oder so arbeitet. Genau. Schellackbrand nur draußen machen. Wirklich nur draußen machen. Mhm. Mache ich nur draußen. Auch wenn ich zum Beispiel bei Holzbilder, bei Holzrahmen die Ränder schwärze, mit dem Bunsenbrenner mache ich alles nur draußen. Da bin ich auch vorsichtig. Und wenn ich große Arbeiten habe und viel Wachs brauche, dann trage ich oft auch eine Maske. Mhm. Also mit Maske kann man das alles natürlich dann vermeiden, ne? Alles klar. Oder eben gute Belüftung. Genau. Klar, ich habe jetzt ja auch nochmal, klar, ihr könnt direkte Fragen stellen. Wie gesagt, ihr könnt auch im Anschluss noch, wenn euch was einfällt, uns stehen wir für Fragen zur Verfügung. Wir sind ja auch in Facebook und Instagram, fragt uns dort. Ihr könnt auch die Ursi direkt anschreiben. Genau, vielleicht kannst du auch über deine Homepage, die haben wir ja geschickt in dem E-Mail. Du schreibst auch immer wieder Blogartikel zu dem Thema. Also habe begonnen. Ich bin noch nicht so weit, aber ich habe vor, wirklich ein-, zweimal im Monat neue Artikel zu schreiben, wo ihr dann Tipps und Tricks kriegt, wo ihr mir Fragen stellen könnt, wo ich dann antworten kann, wo kriegt ihr was. Oder ihr könnt natürlich das Buch kaufen. Da steht wirklich, es ist nicht ein Sachbuch, es ist ein Arbeitsbuch und hat sehr viele Informationen. Und noch viel besser, Ursi, die können dich ja persönlich treffen. Nämlich zum Beispiel in Schorndorf in der Etta Art Academy. Ja? Da gibst du nämlich einen Kurs 2 Tage intensiv. Und ich bin auch dabei und experimentiere nebenher. Ich darf zuschauen. Also ich bin kein Teilnehmer, aber ich bin so nebendran und nehme so ein bisschen diese Encaustic-Vibe von euch allen mit und ihr vielleicht ein paar von mir. Also ich bin auch dabei, den ganzen Kurs. Und ihr könnt euch dort anmelden. Also wie gesagt, den Link habt ihr ja schon bekommen oder den kann ich auch nachher nochmal in den Chat schreiben oder per Mail. Alle, die sich heute und morgen anmelden, haben Ursi gesagt, ja, also wir haben schon Anmeldungen, aber es sind natürlich auch noch Plätze frei. Der Kurs ist noch gar nicht so lange ausgeschrieben. Bekommen 10% Rabatt, wenn Sie sich bis morgen anmelden. Dann geben wir 10% auf den Kurspreis. Der Kurspreis ist 330 Euro zur Information. Die Kosten für das Wachs und für die ganzen Materialien, Ursi, war das 80 Euro, glaube ich. 80 Euro, ja. Genau, dann ist alles dabei. Und da kommen auch nicht mehr, außer Malgründe kommt nicht mehr viel dazu. Also das ist dann einfach auch der Materialpreis. Und normalerweise, wenn ihr in einem, sage ich mal, Kunstfachmarkt ein Kilo Harz kauft oder nicht mal ein Kilo, dann kostet das schon allein das Kilo Harz 80 Euro oder mehr, glaube ich. Ne? Also wenn ich richtig liege. Ja. Also bei mir kriegst du schon am günstigsten, das stimmt ja. Genau. Und wenn irgendjemand Interesse hat an einer Wärmeplatte, muss ich das einfach vorher wissen. Weil ich muss das irgendwie, habe ich nicht gesagt, aber nach Deutschland schmuggeln, gell? Das hatten wir schon. Verschiedene Platten. Ich musste das einfach wirklich im April. Die bringst du dann zu mir mit und dann kann man sie, verschicke ich sie von mir oder man kann sie bei mir abholen. Ja, genau. Genau, und wir sehen uns dann ja, also ich mache auch einen Kurs, aber natürlich nicht in der, never ever in der Intensität wie Ursi, sondern bei mir ist dieses Wachs einfach nur als Mixed-Media-Thema noch dabei. Und der ist im September, 3 Tage, nur zur Information. Also da gibt es auch noch keine Kursbeschreibung, sondern die Kursbeschreibung folgt. Ich empfehle euch einfach den Kurs von der Ursi, weil, wie gesagt, ihr könnt dort viel lernen. Ich habe von ihr gelernt und sie macht es einfach fantastisch.
Da war so eine Frage, was die Platte kostet. Die Platte kostet, haben wir vorher schon mal gesagt, 350 Euro. Es ist 1 Zentimeter eluxiertes Aluminium. Ich habe von der Ursi die Platten, ich habe sogar 3 Platten und ich habe lange recherchiert, weil ich natürlich ein Sparfuchs bin, auch wie viele Künstler, und habe geschaut, die könnte ich doch bestimmt irgendwo billiger kriegen. Aber allein 1 Zentimeter eluxiertes Aluminium ist schon so teuer. Also, und da, die ist höhenverstellbar, ist wirklich toll. Aber natürlich muss man nicht gleich so starten. Man kann auch erstmal mit einem Tischgrill starten. Aber meistens braucht man dann 2-mal. Ne? Aber ich kann euch wirklich das Medium wärmstens ans Herz legen. Habt ihr noch Fragen? Gerne noch Fragen im Chat. Sonst haben wir jetzt 20 Uhr und sind, ja, nicht, sind eigentlich just in time, haben ein bisschen später gestartet. Mit sehr vielen technischen Pannen. Ich bitte euch wirklich um Nachsicht. Wir werden das auf jeden Fall nochmal machen, Ursi, und zwar ohne technische Pannen. Ja, das versprechen wir nochmal irgendwann zu einem Wachsthema oder Mixed-Media-Thema. Und wenn keine Fragen mehr sind, Ursi, gebe ich dir jetzt nochmal das Wort. Möchtest du noch, hast du noch, möchtest du noch was mitteilen, sagen? Ja, es sind noch ein paar neue Fragen gekommen. Ich glaube, das Beste ist, damit es nicht zu lange wird, schreibt mir einfach eine E-Mail. Auf meiner Homepage findet ihr meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt mir auch ein WhatsApp, meine Telefonnummer, alles ist dort, ungeniert fragen. Kurse bei mir in der Schweiz mache ich nur Einzelkurse oder vielleicht 2, weil ich einfach so am meisten rübergeben kann und ich kann so die Kursteilnehmerin wirklich von Anfang bis Ende begleiten, damit sie ein schönes Bild nach Hause bringt und nicht nur Probebilder hat, die eigentlich nichts darstellen, wenn man dann nach Hause kommt. Steht aber alles auf meiner Homepage und wie gesagt, ich hoffe, ich sehe jemand von euch im Juni und wenn das klappt, dann hoffe ich, dass ich noch viele Male zu dir kommen kann. Ja, das wünsche ich mir auch. Und vielleicht bringen wir es mal fertig, so einen richtigen Wochenkurs zu machen, wo wir wirklich, wirklich von A bis Z alles durchnehmen und verschiedene Bilder herstellen. Das wäre eigentlich so mein Traum. Das wäre natürlich super. Ja, so ein Experimentierkurs meinst du, so ein Mixed-Media-Kurs. Du bist dann zuständig für die perfekten Wachsaufträge und ich grätsche dann rein und mache alles wieder durcheinander. Genau, ne? Genau, weil ich habe da aus ihrem letzten Kurs, habe ich sie ganz schön geschafft mit meinen 20.000 Fragen. Und 500 Zwischenideen, ne? Kann man das so sagen? Ja, genau. Ja. Und ihr dürft mir natürlich auch ein Mail im Anschluss schreiben. Also ihr habt ja alle meine Mailadresse und auch nochmal Fragen. Vorher kam nochmal die Frage zum Haftvermittler, das war von Viva Decor. Aber da lasst mich bitte noch ein bisschen experimentieren. Ich habe den jetzt erst 4-mal verwendet. Ich werde in einem halben Jahr bis September bestimmt wahnsinnig viel weiter sein mit all meinen Themen und mit meinem Ausprobieren. Und ich lerne auch schon jeden Tag, was ich für mich mag und was ich nicht mag. Ich bin wahrscheinlich kein Fan dieser reinen Wachsbilder. Also mir gefallen sie natürlich bei anderen sehr gut, aber für meine eigene Technik, ich mag gar keine Ursi werden, sondern ich mag in meiner Arbeit weiterkommen, auch in dieser mit Acryl und Spray und allem Möglichen. Und da muss natürlich auch einiges passieren oder Fehler passieren. Aber ich sehe immer diesen erhobenen Finger von der Ursi. Und die vieles Wissen. Und ich schätze es sehr, dass ich dich einfach per WhatsApp zuspamme im Moment, ja, mit Ideen, mit Fragen und auch mit meinen Werken. Und ich sage zu Ursi immer, hey Ursi, du musst gar nicht gleich antworten. Ich will einfach nur meine Info loswerden und brauche eine Meinung. Genau. Also, vielen lieben Dank euch allen. Nochmal sorry für die Technik. Der nächste Edge Art Talk, zu welchem Thema auch immer, wird auf jeden Fall besser. Ich werde dafür sorgen. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber ich bin halt nur Künstler und kein IT-Mensch. Also von dem her, ich hoffe, ihr verzeiht mir und wünsche euch in diesem Sinne einen wunderbaren Abend und bedanke mich bei dir, Ursi, für dein Wissen, das du hier zur Verfügung gestellt hast. Ich bedanke mich bei allen, dass ihr dabei wart und habt ihr Fragen, meldet euch bei mir ungeniert. So machen wir es. Ganz liebe Grüße an alle. Schönen Abend noch. Danke.